Tag. Hi. So, wir sind heute zu Besuch bei der lieben Julia und dem lieben Sandmann. Hallo Sandmann. Hallo. Hallo Sandmann. Na? Der Sandmann wird heute zum Westernpony. Ne? Willst du heute zum Westernpony? Ja. Der Sandmann ist ein deutsches Reitpony, 22 Jahre alt und hat noch nie einen Westernsattel auf dem Rücken gehabt. Und heute probieren wir das aus. Heute wird zum Westernpferd. Was ist der sonst, bis zu welchem Niveau ist der gelaufen? Der ist sonst bis Kandarin L platziert. In der Dressur. Genau, und springen A. Ja, also voll der klassisch Profi quasi. Steht jetzt gerade in seiner Box und Mom bereitet sich mental schon auf das vor, was ihm blüht. Ne, Sandmann? Oh, hallo. Hallo. Ich habe nämlich Beethovens Sattel eingepackt und den packen wir jetzt gleich auf den Sandmann drauf. Mal gucken, was er dazu sagt und ob es ihm steht, aber ich bin optimistisch und vor allen Dingen, wie Julia sich im Westernsattel schlagen wird. Jetzt wird der Sandmann hübsch gemacht. Einmal Pferdewellness. Können wir beobachten, wie ein Profi-Dressurreiter bandagiert. Hallo Sandmann. Das halte ich für ein Grüß. Na Sandmann, was sagst du dazu? Diese Motivation. Sandmann! Toll, ignoriere mich einfach. Da. Sehr gut. Dein Kommentar war sehr gut. Ja, dein Kommentar ist sehr gut. Oder mir sagen, was ich tun soll. Man nehme ein Westernpferd. Schmeiße das gekonnt auf das wilde Dressurpony. Dann nehme man einen Westernsattel. Müssen wir mal ausprobieren, welcher Gurt passt. Ich würde dann sagen, der linke. Ja? Ja. Das ist der kürzere. Ja. So, wir nehmen den High Strap von uns. Mhm. Das tun wir uns jetzt zeigen. Geht dein Gurt durch? Einmal durch. Hier rum. Einmal durch. Ach, Gott. Nehmen wir mal eine Westerntrense. Natürlich, wie es sich gehört, mit offenen Zügeln. Ja. Mal sehen, ob die Julia damit zurechtkommt. Klar, habe ich schon gemacht. Ist 2 Jahre her, aber was habe ich gemacht? Jetzt saß doch auf dem Johnny auch schon, ne? Ja. Ist noch keine 2 Jahre her. Nee.
Ich fahre ja mit einer Reitbeteiligung, glaube ich, ein bester Pferd. Du haust ja nicht ab am Fernsehen, oder? Nee. Das ist das fertige Ergebnis. Sandmann, was sagen Sie dazu? Ja. Cool, ne? So, Sandmann hat eine Westerntrense drauf. Das ist eine einfach gebrochene Wassertrense, einfach ein Snaffel. Und Glitzerstein auf der Trense. Dann hat der Beethoven Sattel an. Mit Silber beschlägt. Und ich finde, steht ihm durchaus. Und wie fühlt sich an auf dem Westernsattel? Sehr geil. Obwohl ich total gefühlt, ich kann diesen Rein anfänge, ehrlich gesagt. Der Sandmann nicht. Obwohl es mein Pony ist. Dabei glaub mir, der Unterschied vom Western-Sattel auf dem Englisch-Sattel ist viel krasser. Ja, das glaube ich. Sandmann macht das total souverän. Julia kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Sandmann ist recht zufrieden. Julia auch? Ja, auf jeden Fall. Bis jetzt sieht es nach einem erfolgreichen Experiment aus. Dressage Horse and Jumping Horse, Show Jumping Horse oder wie auch immer das auf Englisch heißt, goes Western. Mal gucken, ob das in der Halle gleich immer noch so gut klappt. Lass ihn nach vorne und unten gehen. Ja. Cool. Locker, Hand vor, Hand vor, Hand vor, Hand vor, Hand vor, mehr vor, mehr vor. Ja. Sehr gut. So, jetzt muss er ein bisschen die Nase ran. Nicht aufrichten, sondern nur die Nase. So ein bisschen im Genick nachgeben. Aufnehmen. Halten, treiben. Nö. Ja, gut. In der Innenstellung geht die innere Hand hoch, die äußere Hand tief. Hoch? Ja, so ein bisschen. Weil die innere Hand stellt das Pferd und die äußere Hand holt die Nachgiebigkeit. Deine Zügel sind ein bisschen zu lang. Gut. Aber läuft doch. Nö. Also ich finde auch für ein, also für ein Westernpferd läuft der schnell, aber auch für ein klassisches Pferd läuft der jetzt nicht untertourig. Ja. So, hier werden wir jetzt ein Training sehen von Julia und Sandmann im Englischreiterstil. Wo ist denn bitte X? Das müsstest du doch kennen! Auf X anhalten! Einfach so. Okay. Großer Zirkel links schnell. Dann darfst du dich ja nach vorne lehnen. Genau, auf X langsamer werden und kleiner langsamer Zirkel. So, versammelter Galopp, kleiner Zirkel. Ja. Also diese in Anführungszeichen Reining, die ihr hier seht, ist natürlich in keinster Weise mit einer richtigen Reining gleichzusetzen. Uns ging es lediglich darum, mal zu testen, wie der Sandmann so sich in so Manövern, die klassisch in der Reining vorkommen, schlägt. Also langsamer Galopp, schneller Galopp, Tempowechsel über X, Wechsel, also fliegende Galoppwechsel über X. Ja, und dann am Ende hat Julia auf einmal auf dem Galopp angehalten, natürlich nicht gestoppt, weil das weder reiningfähiger Boden da draußen auf dem Platz war, noch hat der Sandmann hinten Sliding-Eisen. Also
keine Angst, wir haben ihn ja nicht voll in den Boden brettern lassen, sondern sie hat lediglich aus dem Galopp angehalten. Wie gesagt, das soll alles nur Spaß sein und natürlich ist es nicht mit der richtigen Reining gleichzusetzen. So, das erste Mal ein wenig Western geritten, also mit deinem Pferd. Ja. Wie hat es dir denn so gefallen? Super. Was war der größte Unterschied für dich? Dass man keine Verbindung hat zum Maul und dass man keine Gärtchen hat, wo man mal eben anziehen kann, wenn die nicht mehr so schnell geht. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Was glaubst du, was hat, ist ihm am schwersten gefallen, jetzt wenn er ein bisschen halt so anders geritten wurde? Ich denke so, ohne stetigen Kontakt am Maul fühlte er sich, glaube ich, so ein bisschen verlassen und wusste nicht wohin. Was sagst du jetzt zum Unterschied zwischen Klassisch-Sattel und Western-Sattel, was den Halt und die Sitzposition angeht? Also so vom Sitz her ist es sehr viel bequemer, aber so vom Halt an den Beinen ist es ein Riesenunterschied, wenn man halt hier keine Kniepausen hat und die Steigbügel so ein bisschen fester sind als beim Englisch-Sattel. Findest du das mit den, der Western-Sattel hat ja breitere Fender und nicht nur so Strippen quasi für die Steigbügel, findest du das eher von Vorteil oder eher von Nachteil? Ich würde sagen, das merkt man eigentlich kaum, weil wenn ich jetzt Stiefel anhabe, dann ist das ja beim Reiten an beim Englisch-Sattel eigentlich fast genau. So viel Unterschied ist da nicht. Ja, cool. Also, Fazit, würdest du es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Hat sich viel lohnt, hat Spaß gemacht. Vielleicht gibt es dann nochmal einen Teil 2. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Julia ist glücklich. Sandmann ist glücklich, dass es vorbei ist. Ich glaube nicht, dass er es so schlimm fand. Nein. Aber ich glaube, er freut sich jetzt auch, was zu fressen zu kriegen, Wörchen oder so zur Belohnung. Ne, Sandmann? Sicher. Ich würde sagen, Experiment definitiv. Ja. Glück. Jetzt wie Julia den Western-Sattel runterkriegt vom Pferd. Sandmann ist jetzt fertig und geht jetzt in sein Bett. Ahoi. War cool, Sandmann. Vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich gebe ihm jetzt lecker Essen. Lecker Essen, Sandmann. Komm mal. Oh. Kannst du was essen? Miro guckt um den Nachbar, der. Miro findet das ganz schön blöd. Aber der hat auch schon was gekriegt. Und du hast heute nichts getan. Doch, du warst schon. Okay, aber du hast vorhin schon was gekriegt. Und der Sandmann ist sogar als Westernfeld gelaufen. Das ist viel anstrengender. Kopfschmerzen. Ich voll umgehen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr nehmt das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern und einem Schmunzeln. Natürlich ist es klar, dass ein Dressur ausgebildetes Pferd nicht innerhalb von 5 Minuten zum Westernpferd mutiert. Aber wir fanden das einfach ganz lustig, mal so als Experiment. Was passiert, wenn man ein dressurmäßig gearbeitetes Pferd mal so ein bisschen nicht nur mit einem Western-Sattel und einer Western-Trense reitet, sondern halt auch mit Western-Hilfen bzw. Richtung Signalreitweise, also keine permanenten treibende Hilfe und halt auch ohne permanente Anlehnung. Ich fand, es war auf jeden Fall ein super schöner Tag bei Julia und Sandmann. Es hat sich echt gelohnt, es war super lustig
Und ich glaube, am Ende des Tages hatten alle viel Spaß. Herr Sandmann! Hallo, du solltest eigentlich an mir vorbeigehen.